Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanos the Adventure. Die erste Let's Play-Folge, die ich jetzt aufnehme in meiner neuen Wohnung. Ich muss noch gucken, wie das in der Cam dann so aussieht. Leider kein Regal mehr im Hintergrund. Das ist ein bisschen, ja, schade. Ging aber nicht anders, ließ sich hier nicht anders stellen, weil ich habe überall Schrägen. Ist eine Dachgeschosswohnung und deswegen nicht allzu viele Möglichkeiten, irgendwo was hinzustellen. Ja, aber ja, hier sind wir stehen geblieben. Ich wünschte, ich könnte an einer anderen Stelle aufnehmen, aber leider muss ich hier beginnen. Und ja, dann... Oh Gott, das wird jetzt wieder dauern. Ich wollte es aber trotzdem mit euch zusammen machen, weil ich mir dachte... Ja, keine Ahnung, was ich mir dachte. Ich wollte, dass ihr mitleidet. Ganz ehrlich, ich wollte einfach nicht alleine leiden. Ich wollte, dass ihr einfach mit dabei seid und mit mir leiden müsst. Also bitte nicht vorwärts scheiden. Ihr müsst das jetzt ertragen, so wie ich. So. Genau so. Das musste jetzt kommen. Man muss mindestens einmal, muss man ja versagen. Es wäre ja echt scheiße, wenn es beim ersten Mal geklappt hätte. Das ist ja unschön dann. Man will dem Entwickler ja auch zeigen, dass es wirklich schwer ist und man nicht überall einfach durchrennen kann. Am besten, man überlegt auch schon... Ah, Mist. Ja, zu lange... Ich muss mich wieder dran gewöhnen an das Tempo hier, dass man nicht zögern darf. Und am besten eigentlich auch schon den Schalter vielleicht so betätigen, dass das schon hinhaut. Aber gut, wie will man das genau... Naja, das kriege ich nicht getimt mit dem Schalter, den schon so zu ziehen, dass ich da direkt reinrennen kann. Das kriege ich nicht hin. Hier muss ich warten, das kriege ich nicht anders hin. Na komm. Hier hätte ich vorher schon rennen sollen, das war doof. Oh, war das wieder falsch? Habe ich wieder den falschen Weg genommen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich dachte, wäre richtig gewesen. Hab's aber gerade nicht geschafft. War es nicht so? Ich guck gleich nochmal. Ich habe den Weg auch nicht mehr ganz drin, ne? Warte mal, ich guck mal eben. Doch, da muss ich ja hoch. Da bleibt mir ja gar nichts anderes übrig an der Stelle. Es geht gar nicht anders. Das lief jetzt mal richtig... Ah, hier hätte ich es schön ausnutzen können, tatsächlich. Hier bin ich mir gerade... Nee, das ist falsch. Nee, wir müssen da hoch. Das war schon richtig. Das war richtig. Das war hier die Stelle, wo es gar nicht geklappt hat mit rübergehen. Wir müssen erst da hoch. Ich habe da irgendwas falsch einfach wieder. Tempo wahrscheinlich wieder nicht da gewesen. Okay, aber jetzt muss ich sagen, geht's gerade. Also dadurch, dass ich jetzt vorher nicht irgendwas für die Augen Schweres aufgenommen habe, ist das gerade erträglich. So, ich muss doch hier, ne? Und jetzt gleich wieder. Doch, das ist schon richtig da. Ich muss nur schneller sein. Ich habe, glaube ich, schon wieder zu lange gezögert, aber es ist richtig. Das war, glaube ich, die Stelle. So, wenn ich probiere mal nochmal was Neues aus. Es muss eigentlich so gewesen sein. Da hoch. Nee, da würde kein... Ja doch, das ist schon richtig, das ist richtig. Dann habe ich hier schon wieder zu lang gezögert. So, jetzt aber... Ja! Ah, ist noch nicht vorbei, ne? Das klang jetzt schon so wie so ein Siegesgeschrei gerade. Ist es natürlich nicht. Oh Gott. Ja, nein! Ah, warum? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Verdammt! Ah, Mist. Ah, das war doch. Das war doch. Also ganz ehrlich, das hätten wir doch jetzt gelten lassen können. Das war doch. Der saß doch. Der war drin. Wie man immer so schön beim Fußball sagt. Der war ganz eindeutig drinne. Das lief beim letzten Mal besser. Na, und hier darf ich nicht warten bei der Stelle. Das ist doof. Ja, manchmal haben wir auch ein bisschen Pech einfach mit der Zeit. Das ist so... Oh Gott. Nee, da habe ich gezögert. Da war das Zögern. Man darf wirklich nicht zögern. Man darf einfach keine Sekunde... Was rede ich von Minute? Keine 0,001 Sekunde überlegen und zögern. Zögern ist hier der Feind. Ich darf gar nicht nachdenken. Man muss den Weg auch einfach blind drin haben. Oh, das war ein knappes Ding. okay. Man muss auch echt ruhig bleiben. Oh ja, der ist aus. Okay, jetzt schnell in den Kampf. Wo ist er? Hier endet eure Reise, kennen wir schon. Und jetzt können wir... Oh Gott, wir... 5 Minuten. Es hat 5 Minuten gedauert. Das ist doch gut. So, Flammenhüter-Totter.
Stimmt, ich hab's vergessen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es wurde mir tatsächlich vom Entwickler geschrieben, wenn man bei der Tour, also zum Bosskampf ankommt, bevor die Zeit abgelaufen ist, die war scheinbar noch nicht abgelaufen, obwohl da lustigerweise gerade in der Ecke 000 stand. 0000. War wohl aber noch nicht abgelaufen und dann ist so ein Bug, dass der Kampf dann einfach beendet ist. Gut, es, ich muss ehrlich sagen, man könnte jetzt sagen, eigentlich müsste ich ja nochmal, ne, den Bug nicht ausnutzen. Andererseits muss ich ehrlich sagen, der ist so schwer. Ihr habt es ja gesehen beim letzten Mal, wir kamen ja an und der Kampf war so schwer. Ich hader gerade mit mir. Ich hader wirklich gerade mit mir. Ob wir den Kampf nochmal machen oder nicht. Bug-Using oder nicht, ne? Das ist ja so eine Sache, aber ich will nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich gucke jetzt mal, ist die Aufnahme überhaupt richtig an? Ja, doch, die Aufnahme ist an. Also, nee, wir machen das jetzt so. Ungestört kann ich mich ja nun der Truhe widmen. Mann, lesen geht nicht mehr. Goldene Schlüssel erhalten. Ja, der Endboss-Schlüssel ist da. Ach, guck mal. Ach, das ist ja lustig. Die Flamme bleibt da einfach so. Oder ist das gerade auch ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Aber wie komme ich denn jetzt hier weg? Ach so, ja. Blind. Oh, speichern kann ich immer noch nicht. Dann müssen wir nochmal ordentlich gucken hier. Ich komme hier nie wieder zurück. 100 pro nicht. Deswegen sollten wir schon mal hier alles einmal abgehen. Gerade bei sowas kann ich mir echt vorstellen, dass es irgendwo nochmal ein kleines Geschenk eigentlich gibt. Aber... Nein! Nein! Verfickte Scheiße! Warum kann man denn von hinten an die Dinger ranlaufen? Oh nee. Ja, nochmal, ne? Nochmal. Ist jetzt so. Wenn wir Pech haben, sind wir jetzt gezwungenermaßen nochmal beim Bosskampf. Ja, wir wissen jetzt, man kann auch von hinten an die Dinger ranlaufen. Ärgerlich. Na komm. Zu lange gezögert. Oh, fuck. Das ist so ärgerlich. Ach Mann, da freut man sich und dann... Ich dachte, ich muss das nie wieder machen gerade. Zu früh gefreut. Das war die Rache, dass ich den Bug ausnutzen wollte einfach. Das war die Rache vom Spiel. Ja, falscher Weg. Ja, jetzt bin ich schon wieder unkonzentriert. Moment, ich... Tief einatmen, durchatmen. Ah, das ist auch echt ärgerlich. Ah, das war so unnötig vor allem. Einfach nur unnötig, mehr nicht. So, komm. Schaffe ich das? Ja. Kann man machen. Warum? Das hätte jetzt aber eigentlich sitzen müssen. Also ich bin ja sogar noch im Feuer losgerannt. Das war jetzt eigenartig. Ah, so was Doofes. Ich hatte echt gehofft, 5 Minuten waren es. Da hätten wir noch so viel machen können. Jetzt ist wieder fast die ganze Folge vorbei. Schade. Naja. Ist jetzt so. Nein, ich habe gezögert, ist vorbei. Bin erst gegen die Wand. Es war zu schön. Es war zu schön, um wahr zu sein, sage ich da einfach. Ist auch blöd. Also er könnte ruhig das Speichern, könnte man dann ruhig freischalten, finde ich. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten auch den Boss besiegt und hätten das dann gemacht. Das wäre ja richtig... Dann hätte ich noch mehr abgekotzt. Ja, komm her. Ja, Zeitverschwendung. Ja, dann hätte ich richtig gekotzt, wenn wir den Boss geschafft hätten. Dann hätte ich hier wahrscheinlich in der neuen Wohnung direkt was kaputt gemacht oder so. Ah, nein, warum geht denn das jetzt nicht mehr? Ich bin losgerannt, als die Flamme da war. Das geht doch gar nicht. Es hat doch gerade so schön geklappt. Ich will nicht wieder meckern. Ich habe letztes Mal schon so viel gemeckert. Ich möchte euch echt nicht mehr voll meckern. Das ist auch unschön. Das ist ja dann auch, das macht ja auch als Zuschauer keinen Spaß.
Nein. Jetzt war ich zu schnell. Das gibt's doch nicht. Entweder bin ich so lang wie eine Schildkröte oder ich bin zu schnell und renne gleich ins nächste rein. Das ist ja... Es ist hier auch echt jeder Millimeter. Du darfst die Tastatur... Wirklich, du musst die genau richtig festhalten, die Tastatur. Du darfst nicht zögern. Na komm. Jetzt habe ich mich gerade nicht getraut. Oh, das war doch gut. Das war doch wirklich jetzt gut. Nein. 10 Minuten, 11 schon, 11 Minuten schon. Die Folge ist wieder hin. Ah, es tut mir echt leid. Die ganze Folge für sowas hier. Das tut mir aber am meisten leid, dass die ganze Folge dahin ist für sowas. Und ich gar nichts zeigen konnte dadurch. Na komm nochmal. Ich krieg's nicht mehr hin. Das gibt's doch nicht. Bin da schon ganz ruhig. Die beiden letzten jetzt, die machen es mir gerade schwer. Das. Ich muss wahrscheinlich einen Cut setzen. Wenn ich hier noch irgendwas in der Folge erledigen will, muss ich wahrscheinlich wirklich cutten. Ja, und genau das wollte ich nicht. Ich wollte halt wirklich, ich wollte es in der Folge mit euch machen. Das ist blöd. Schon wieder versaut eigentlich. Ich will Nerf. Ich krieg das echt nicht. Kann ich noch in den Kampf rein? Also ganz ehrlich, nach dem Ganzen hier mache ich den Kampf jetzt auf keinen Fall. Ich will nicht noch mehr Zeit verschwenden. Nein! Es war doch noch... Oh Gott. Oh, okay. So, jetzt gehe ich nur noch hier ran. Ich mache jetzt nichts anderes mehr. Ich gehe jetzt. Oh, wie fies ist das denn hier noch vor allem? Wenn man da noch Pech hat und nicht dran denkt oder unachtsam ist, dann stirbt man da auch noch. So. Oh. Ist das ein Segen? Ganz ehrlich, hier, 500 Mal speichere ich jetzt. So. Am besten noch auf einem anderen Speicherplatz. Moment. So, auch nochmal. Damit auch irgendein Speicherstand auf jeden Fall funktioniert. So. Gut. Wie komme ich jetzt nochmal... Oh, was ist denn das hier? Warum war ich hier nicht? Ist das gerade erst aufgegangen irgendwie? Für eine Abkürzung oder so? Bin mir nicht sicher. Wo war denn jetzt der Endbossraum vor allem? Ich weiß es nicht mehr. Also nach dem Ganzen jetzt hier habe ich es... Oh, doch, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Da immerhin. Muss ich nicht da oben hin irgendwie? War das nicht... Also irgendwo muss ich nach oben, ne? So. Gehen wir mal hin. Boah, wie ärgerlich das hier ist, wenn du hier vergisst zu speichern. Ach du Scheiße. Ah! Oh Gott. Ja, das ist richtig ehrlich, wenn du es hier vergisst. Das muss ich echt gucken. Ich muss überlegen, wo das war. Da, ne? Ja, ich glaube. Irgendwo nach oben. Komme ich da hin? Da. Au. Ich würde echt gern, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Dafür müsste ich wirklich leveln. Na, nochmal? Ja, natürlich. Wir haben es halt schon zweimal versucht. Das bringt ja nichts. Oh, nee. Laufe ich zufällig immer dahin, wo der unsichtbare Drache auf dem Feld läuft? Anscheinend. Lass mich in Ruhe. Ich habe gehört, Drachen sind selten. Also geh weg. Mensch, aufdringliches Vieh.
sage ich da nur. Sehr aufdringlich. Ich hoffe, das ist hier überhaupt richtig gerade. Wahrscheinlich bin ich ganz falsch. Ja. Ist das falsch hier gerade? Ah, nee. Okay. Oh, schön. Dann können wir da sogar noch rein. Yay, das schaffen wir noch. So, speichern und rein damit. Ah, der goldene Schlüssel passt zu diesem Schloss. Wäre auch doof, wenn nicht. Goldene Schlüssel entfernt. Ja. Ah, oh, ich habe zwar Angst vor dem Endboss, weil ich denke, der wird echt hart. Aber ich freue mich. Ach so, wie war denn das? Das war beim letzten Mal, gab es hier so ein lustiges Minispiel, ne? Wahrscheinlich wieder. Was zum... okay. Wo ist er hin? Hallo? Ich weiß nicht, habe ich es kaputt gemacht? Muss ich hier auf so eine Dinger drauf treten irgendwie? Hallo? Soll ich wieder gehen? Ui. Feuerlord Warnock. Sogar vertont. Ich bin beeindruckt. Sterbliche Insekten, ihr wagt es, in mein Reich einzudringen? Eure Arroganz wird in den lodernden Flammen vergehen. Ich lese nochmal vor, weil ich nicht weiß, ob es laut genug ist. Stell dich, feuriges Wesen. Das Insekt wird dir zeigen, wer siegreich aus diesem Gefecht hervorgeht. Erbärmlich. Wenn ich hiermit fertig bin, wird eure armselige, sterbliche Welt mit meiner Rache brennen. Bevor du jedoch deinen Zorn auf uns lässt, werde ich dich vernichten. Ich werde dich zurück ins Jenseits befördern. Nee, lass die mal. Kreaturen der Flamme, komm zu mir. Ich will nur gegen dich kämpfen, eigentlich. Was? Nein. Habe ich das gerade wirklich richtig gesehen? Das wird doch wieder stundenlanges Auswendiglernen des Musters. 100 pro. Ihr habt gesehen, wie schnell das gerade kam. Ich hatte nicht mal einen Moment, um zu registrieren, was da gerade passiert. Nicht mal einen klitzekleinen Moment. Moment, Flammen, Flammen. Ah! Was? Da war ja gar kein frei. Wie soll ich denn das machen? Da war gar keine Lücke. Soll ich zum Eingang zurück? Ich weiß nicht, ob ich gehen darf oder ob der mich denn irgendwie zurückschickt. Muss ich ausprobieren. Ob ich mich da... Kann ich mich nicht die ganze Zeit im Eingang verstecken? Achso, natürlich nicht, wenn die von oben kommen. Dann geht's nicht, nee. Das funktioniert natürlich nicht. Wow, das ist ja ätzend. Dann muss ich das hier wahrscheinlich schaffen und dann auch noch gegen ihn kämpfen. Und wenn ich verliere, das Ganze nochmal machen, nicht wahr? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ach du Scheiße. Wie soll ich das machen? Ich muss vorher hoch. Ich muss vorher hoch. Und dann... Oh Gott, das ist ja so ein richtiges Auswendiglernen. Ach du Scheiße. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Verdammt. In einer halben Stunde kriege ich Besuch. Da muss ich mir jetzt aber beeilen. Aber der Besuch muss zugucken wahrscheinlich. Das könnte auch passieren. Ja, ja, ist ja gut. Sterb, sterb, sterb. Ist gut. Stipp, stipp, stipp. Das geht gar nicht. Ich muss Feuer hoch. Ah, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, dass ich Feuer hochrennen wollte. Ach du Kacke. Nach links rennen, hochrennen und dann wieder runterrennen vor allem. Die treffen sich ja ganz, ganz knapp, die Dinger. Boah, da muss ich jedes Mal das Gespräch hier führen. Ich kann ja nicht speichern, oder? Glaube ich nicht. Sonst könnte man ja nach jedem Flammen mal speichern. Das... Nee. Na gut, ich kann halt wenigstens ein bisschen das Muster lernen jetzt noch in der Folge vielleicht. Ah! Ich hab's mir gedacht. Ich wusste, dass ich nach rechts rein muss. Ich wusste es, aber ich hab's nicht geschafft. Okay. Aber ich hab's mir schon echt gedacht, deswegen bin ich schon losgerannt. Könnte sogar dann sein, dass es das letzte ist. Vielleicht ist es nur einmal dieses von oben, links, rechts. Ich hoffe es. 19 Minuten sind wir schon bei der Folge. Ich mache auch gerne 30 draus. Für eine Endboss-Folge ist das okay. Ja, ja, ist ja gut. Erbärmlich, ich weiß. Ah! Oh Gott, nee, jetzt habe ich Scheiße gemacht. Ich bin aus Versehen auf die rechte Taste gekommen. Wenn ich Lust hätte und mir die Mühe machen wollte, dann würde ich diese ganzen Zwischendinger hier rausschalten, aber dann muss ich die auch alle suchen. Also diese ganzen immer wieder ins Game-Over-Menü und
laden und so, aber eigentlich dauert ja auch nur 2 Sekunden. Da gibt es ja deutlich schlimmere Ladebildschirme und vor allem auch Ladezeiten, die viel, viel schlimmer sind. Das hier hält man ja noch aus. Gleich nach rechts, gleich nach rechts. Ich wusste nicht mehr, wo es kam. Ich dachte, das wäre weiter vorn gewesen. Ich muss tatsächlich noch ein bisschen nach rechts. Ich könnte auch noch mal ein bisschen runterrennen, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr, obwohl es vielleicht Zeitverschwendung. Problem ist, wenn ich runterrenne, habe ich ja auch wieder ein paar Millisekunden verschwendet, die ich nicht nach rechts rennen kann. Das ist so eine Frage. Achso, jetzt wollte ich direkt nach rechts rennen. nach links rennen. Auch gut. Kann man auch machen, kommt nur nichts. Ja, ja, komm, Flammen, Flammen, Flammen. Gib mir deine Flammen. Und wo sind sie? Wo sind sie? Nein, ich darf echt nicht vorher nach runterrennen. Nee, ich versuch's direkt nur mit rechts. Das bringt nichts nach runterrennen. Es wäre nur schön, wenn ich vorher schon weiter unten wäre. Vielleicht direkt am Anfang. Gar nicht so dieses quer runterlaufen, also diagonal direkt vielleicht erstmal schon ein paar runter. Ja, ist jetzt Try and Error halt. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Ja, komm. Gib mir deine Flammen. Ich brenne drauf. Ich bin jetzt schon ein bisschen rübergerannt. Ihr habt es gesehen. Mir liegt es langsam nicht mehr daran, nach deinem Willen zu tanzen. Bin ich etwa deine Marionette? Zeig dich und stell dich deinem Schicksal. Ja, ist auch ganz schön erbärmlich eigentlich. Ihr werdet zermalmt. Spreche ich ihm noch rein. Okay, das geht aber. Das ist ehrlich gesagt, das ist okay. Das war jetzt gar nicht mal so schwierig. Das Viech ist größer als der Bildschirm. Das... Aha, guckt euch unser Leben an. Ich hatte vorher mal... Ach, Mann, nee. Na gut. Normal... Und ich, vor allem, ich hätte was trinken sollen. Da konnte ich ja gar nicht. Ich konnte ja nichts trinken. Das wäre ja abgelaufen. Aber ich kann... Meistertrank nehmen. Jetzt im Kampf. Ist natürlich, jetzt habe ich ein bisschen was verloren. Nicht sehr hilfreich? Bin ich verwirrt? Ich glaube nicht. Die Musik ist geil. Die erinnert mich an die Sephiroth-Musik. Sephiroth. Da. Schön. Ich mag so eine schöne... Ja, so eine... Ach, ich weiß gar nicht, wie sie denn soll. So eine orchestrale, geile Musik. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schaffen. Das ist ganz schön stark. Die Musik ist ja richtig geil. Finde ich gut. Das finde ich nicht so gut. Das war gerade nicht schön. Ich glaube, ich gehe vorher nochmal leveln. Ich bin verwirrt. Ich kann gerade nichts machen. Feuerball. Der wird auch mit Feuerwucht und so noch kommen. Ich sag's euch. Das ist ja blöd mit dem Verwirrt. Da kann man sich richtig viel noch verbauen vor allem. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Die geht sogar, die Attacke. Hm. Ja, wir machen echt wenig Schaden, wenn wir nicht Tränke genommen haben. Ich kann uns mal einen Angriffstrank halt geben, wenn wir jetzt verwirrt werden, ist halt blöd. Theoretisch, wir brauchen ja auch nicht alles erhöht. Wir brauchen ja nicht Intelligenz und so. Wir brauchen ja eigentlich nur den Angriff gerade. Alles andere ist gerade egal. Oh, jetzt dürfen wir nicht verwirrt werden. Okay. Ganz ehrlich, nimm mal so ein. Heilt uns ja noch nicht mal voll. Doppelschlag sogar rausgeholt. Wenn ich jetzt Magie nehme, ist das blöd, ne? Dann hat es, glaube ich, nichts mit... Oder auch mit Angriff oder dann Intelligenz. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind wieder normal auf jeden Fall. Ich nehme nochmal so einen Mini-Trank. Kann ja mal, ich weiß gar nicht, was bei dem explosiv klingt, irgendwie falsch, weil der ja aus Feuer ist. Deswegen würde ich jetzt eher zu Arkan tendieren. Das ist gut. Sterbt. Oh. Also es geht bis jetzt. Ist, ja, die Feuerwucht. Die ist aber gar nicht mal so stark gerade. Wurde die schon genervt? Ich weiß es nicht. Ob da schon Hand angelegt wurde? Aber bei der Musik, da geht man gerne in den Kampf, muss ich sagen. Die ist super. Jetzt sollte man nicht schon so das Mana raushauen. Oh. Okay. Da brauche ich was Gutes. Scheiße, wir haben nicht genug gute Tränke, muss ich zugeben. Hm.
Wenn er jetzt nochmal mit den Flammenstichen kommt, sind wir echt am A. Ich habe die ganzen Flammtränke verkauft, vor allem. Das ist noch das Beste. Okay. Müssen wir so angreifen erstmal. Ja, wir sollten jetzt noch Mana nehmen, wo es noch geht, finde ich. Wir werden es wieder brauchen. Feuerwucht. Ich glaube, wir haben für den Kampf echt nicht genug Heiltränke, wenn wir jetzt auf dem Level gegen ihn vor allem kämpfen wollen. Gerade ist es echt so ein Hin und Her zwischen Trank nehmen und heilen. Das ist gut, Gott. Ich würde gerne nochmal einen Aufwertungstrank nehmen. Ich komme noch nie dazu. Jetzt vielleicht. Was nehme ich denn jetzt? Zaubertrank könnten wir auch nehmen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Tempo? Weiß ich gar nicht. Tempo? Machen wir mehr Schaden mit Tempo? Da bin ich mir nicht sicher. Mach mal. Gucken wir uns das mal an. So, doch nicht. Ich hätte gern einen Trank, der HP und Statusveränderungen wegmacht. Hab ich auch nicht. Naja, das war schon. Tränke reichen nicht aus. Na gut, wir haben jetzt den Boss mal gesehen halt. Das können wir ja als Test nehmen. Flammentrank ist auch schon hin. Wir haben jetzt komplett den Bewegungstrank verschwendet, vor allem auch. Direkt wieder flambiert, ne, super. Also Arkan ist ja nicht schlecht, aber dazu bräuchte ich einfach viel mehr Mana-Tränke, um das durchzuziehen. Inferno auch noch, wow. Ach du Scheiße, ist der stark. Da komme ich ja gar nicht weiter, ohne Tränke zu nehmen. Loch und Löcher vor allem. Ja, Tränke war's damit. Und vor allem das flambiert, hört auch nicht auf. Hä? Geht der? Ach, tot. Ja, das ist eine harte Nummer. Also das werde ich nicht schaffen ohne trainieren. Okay, wir sind aber bei 30 Minuten, können wir die Folge auch beenden. Ich glaube, ich werde ein bisschen grinden. Da werde ich mir hier, glaube ich, einfach mal einen Abend hinsetzen und ein bisschen leveln. Vor allem auch Geld verdienen noch, um halt mir Tränke zu kaufen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr noch dabei seid. Auch trotz des schwierigen Feuertempels, auch vielleicht auch gerade deswegen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!